Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Tusch, 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 Busch. mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir Leids getan. Wattebäuschen, Wattebäuschen, Wattebäuschen. Dem Vater grauset. Ui. Er reitet geschwind. In seinen Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind ward tot. Danke, Rudolf Steiner Schul. Merci, Play Frei, super plus. Danke. Bevor ich jetzt zum nächsten Rezital komme, fordere ich Kameramann und Männer und Frauen auf. Gut, es sind alles Männer. Ihr dürft jetzt Kassetten wechseln, wenn ihr wollt. Genau. Es sind nur Kameramänner, weil wir eine Bundesrätin jetzt nur noch haben. Habt ihr es heute mitbekommen? Ich habe es ein bisschen geschissen gefunden. 52% Frauen, die stimmen, eine Bundesrätin. Da ist doch etwas falsch. Da muss man sich die Frage stellen, warum. Mehr wollte ich nicht sagen. Nein, man muss es wirklich so im Raum lassen, oder? Aber es ist ja wieder mal ein Bündner dabei. Nicht? Er hat doch da eine Firma. Gut, okay. Fühlt ihr euch wohl? Andi, du auch noch? Gehst du noch nicht heim? Nee. Gut, finde ich super. Aber es würde auch nichts ausmachen. Hey, ich meine! Lasst mich jetzt zum nächsten Rezital kommen, und zwar Glocke vom Schiller, weil ich ja so Glocke die Haar habe. Das ist ein Text, nicht so drin. Ich werde hin und wieder von Journalisten, nicht von Feuilletonisten, auf die komme ich dann später noch einmal zu reden, werde ich gefragt. Rima, R-I-M-A. Ja, ich weiß schon, wie man es schreibt. Herr Riemen, wo hört bei Ihnen eigentlich der Humor auf? Jetzt, ich heiße Rima, R-I-M-A. Haben Sie das im Moment? Ich meine, gerade in der heutigen Zeit gibt es doch Themen, über die macht man keinen Witz mehr. Jawohl. Ehrlich? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als wir in der Schule aufgrund von meiner Zahnlücke, und ich hatte zu wenig Zahnmul, haben sie mir Zahnlückenbaby angerufen. Oder Pottwal. Unter der Dusche jemand, die auch frei Willi. Dann sind aber auch ganz derbe Sprüche gefallen, wie: Hey, schau mal dreimal mit seinem abbrennten Negerdörfli. Und als halber Tessiner bin ich natürlich auch der Spaghettifresser, der Zitronenschüttler, der Gotthard-Chines, der Pizzaschieber oder ganz schlicht und einfach der Cink. Und als ich dann mal so brüllend heimgekommen bin, hat meine Mutter gesagt, Marco, nimm es doch einfach mit Humor. Versuchst auf so eine Beleidigung mit einem Witz zu kontern. Sagst du, gut, dann bin ich halt ein Spaghettifresser, dafür bist du ein Birchermüsli-Picker. Und weisst, für mich bist du sowieso der Schönste. Hinten aber Jennifer Lopez, vorne aber der Schellenberg. Wer hat den Huren Seich geschrieben? Er. Und schau, Bub, auch ein Pottwal muss leben. Schink positiv. Gut, ich habe dann sehr schnell realisiert, dass man wahrscheinlich einen Witz macht, weil man etwas muss verarbeiten, verdrängen, verschaffen, dass ein Witz auch eine gewisse Ventilwirkung hat, eine Art Katalysator ist für Ängste und Sorgen. Aber ich meine, es gibt Witze, die machen wir nicht. Ich meine, die machen sie nicht, die mache ich nicht. Gut, der kommt nicht raus.
So die Witze von der untersten Schublade. Die Stammtischwitze. Die politisch nicht korrekt sind. Ich meine, das machen Sie nicht, das mache ich nicht. Gut, der kommt nicht raus. Also ich würde nie so einen Witz erzählen. Nein. Da würde ich mich ja schämen wie ein Hund. Da würde ich ja jedes Löchli in der Bühne suchen. Auf dem, zum... Also mir fallen da keine Witze ein. Also, nicht Menge. Ihr wisst, welche Witze das ich meine, oder? Nein, die kannst du jetzt nicht erzählen. C'est pas possible que tu peux raconter quelques histoires comme de... Ist ja gleich. Die kannst du jetzt einfach nicht bringen. Nein. Hä? Was? Komm, habt ihr es ehrlich? Also ich hätte es nicht gemacht, aber sie haben es wollen. Kennen ihr den? Wieso lösen die Albaner kein Kreuzworträtsel? Weil sie Angst haben, eine Heimreise zu gewinnen. Oder? 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 Seit wann weiss man, dass die Polen im Weltraum draussen sind? Seit der grosse und der kleine Wagen am Sternenhimmel fällt? Oder was ist ein Pol ohne Arme? Eine Vertrauensperson? Oder wieso gebe ich einem Neger nur einen weissen Schoki zum Essen, damit er sich nicht in die Finger beißt? Oder wieso hat der Frauenhirnzelle mehr wieder ein Huhn, damit sie beim Kochen in die Küche schießt? Nein, diese Witze machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein. Unterste Schublade. Stammtischniveau. Machen wir nicht. Machen Sie nicht, mache ich nicht. Er hat es mir erzählt. Politisch nicht korrekt. Ich meine gerade den Begriff Neger dürfen wir heute nicht mehr ins Maul nehmen. Gut, ich bin damit aufgewachsen. Hätte keine Bedeutung gehabt. Das Negermeidli Susu, Kasperli-Theater. Herziges Kruselköpfli. Oder das Negerli, das so beim Lehrer auf dem Pult gewippt hat. Hä? Darum kann ich heute noch frank und frei Neger sagen. Erinnern wir uns doch nur an das Fastenopfer. Da haben wir doch so ein Säckchen bekommen, mit dem Kreuz, einem geteilten Brot, haben den heissen Kessel geleert, zwei Franken rein da, zugemacht und nach Afrika zu den armen Nigerli geschickt. Und jetzt, 30 Jahre später, hä? Jetzt sind sie da. Die haben doch gespart. Oder etwas ganz anderes. Da steht doch wieder so ein Penner vor der Tür, so ein Asozialer, wo man gesellschaftlich gesehen überhaupt nicht brauchen kann und macht Hunger! Ich habe Hunger! Dann haben gesagt, dann musst du halt etwas essen. Ich meine, wer zahlt mit den Steuergelderbrücken, die darunter schlafen? Ich habe auch kein Problem, wenn zum Beispiel ein Offizier in der Schweizer Armee ist. Aber das soll bitte nicht beleidigend sein, wenn der eine Nachtübung nicht sieht. Oder erst dann, wenn zwei weiße Punkte und ein schneeweißes Gebiss an mir vorbeirauscht und Alarm ruft, ist doch der Einzige, der in einem Schneefeld auffällt. Die versichert uns doch die ganze Tarnung. Ich meine, Rassismus fällt auf die Skipiste an. Die blaue Piste ist für die Alkoholiker. Die rote für die Indianer. Und auf die schwarze, hä? Du, da siehst aber niemand. Und warum? Weil obendrauf alles Inger stehen und alles verstopft. Heute kaufst du kein Lederli mehr einen Nigerkuss oder einen Mohrenkopf. Nein, sondern einen Schokihaufen mit einer weissen Füllung. Oder im Strassenverkehr. Da lässt man keinen Schwarzen mehr liegen. Nein, sondern einen verbrannten Weissen. Oder über Killen und Religionen macht man überhaupt keinen Witz. Nein, gerade ich als römisch-katholischer Ehemaliger. Aber es gibt doch immer wieder Leute, die behaupten, jede katholische Priester sei Ull. Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Meiner Meinung nach werden die doch von den Ministranten provoziert. Ha ja, die Ministranten haben doch alle einen Rock gehabt. Ist doch kein Wunder, dass sie denen ansäckeln. Ich meine, warum hat jeder Ministrant einen Mittelscheitel? Warum? Hä?